Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Desktop Dungeons. Beim letzten Mal haben wir in den Halls of Steel gefailt, das heißt, wir probieren es nochmal und zwar wieder mit dem Paladin. Ich glaube, Ork hat uns nicht wirklich hier was gebracht. Ich denke, wir nehmen lieber eine Mana oder eine Health Potion. Ich denke, das ist wesentlich sinnvoller, weil wir haben relativ viel Conversion gemacht. Die Frage, was ist besser? Ich denke, wir nehmen hier, wir nehmen den Gnome. Womit starten wir? Extra Mana Boosters, Preparation Cost, add 2 Mana Boosters to the Dungeon. Das hier wäre eventuell nicht schlecht, dann können wir von Anfang an vielleicht, wir nehmen das hier mal mit und einmal eine Flame Magnet. Ich weiß noch nicht genau, was wir damit machen sollen. Aber gut, ja, die ganze Curse-Geschichte hat natürlich auch nicht geholfen. Und wirklich viel besser wird es jetzt hier nicht. Das ist ein relativ schwieriges Dungeon. Die Typen hasse ich auch wie die Pest. Keine Glyphen irgendwie. Ah, da hätten wir wieder Taurok. Wir können uns sowieso gerade nichts leisten. Spielt nicht so eine Rolle. Da ist der Orb, den... Im Prinzip ist der eigentlich schon nicht schlecht, ne? Die Frage ist, ob ich den jetzt schon wirklich aufnehmen möchte. Ich glaube, ich lasse den erst, weil wir haben halt nur begrenzt Slots im Endeffekt. Blood to Power. Ich denke, das hier können wir auf jeden Fall recyceln. Das will ich nicht. Mystery Altar. Increases Fireball Damage by 1 per Character Level. Ich will mich ehrlich gesagt jetzt gerade noch nicht für einen entscheiden. Increase Magic Resistance. Increase Monster Resistance. Wir müssen gucken, im Endeffekt, welchen Boss wir dann haben. Das Problem ist aktuell, dass wir einfach keine Low Levels hier haben. Hier sind die ganzen Low Levels. Das Problem ist halt einfach mehr Curse Decks. Wenn er stirbt, kriegen wir trotzdem ins Deck. Kann man nicht wirklich was dagegen unternehmen. Sind sehr, sehr viele ätzende Gegner. Ich denke, wir können das so machen. Und das ist der Level Up. Naja, wir haben immer noch 2 Curse Decks. Tja. Das ist ein bisschen doof mit unserer Physical Resistance. Aber ich meine, das hier ist jetzt Magical Attack. Das heißt, wir würden das mal so machen. I cannot die. Was? Hä? Ach, das ist er. Indomitable. Okay, der scheint immer da zu sein. Die Frage ist, ob der zweite Boss random ist oder ob es immer der Meatman ist. Wie viel Damage machen wir jetzt? Es reicht nicht, um ihn zu two-shotten. Diese elenden Illusions. Na gut. Okay, da haben wir einen von denen. Wir haben auch relativ Pech
Mit den Runen. Sidestep. Na. Sidestep ist eigentlich zum Leveln gar nicht so schlecht. Wenn man dann halt vollen Damage nochmal geben kann, ohne dass man stirbt. Ich sehe da momentan auch nicht wirklich großartig Alternativen. Das heißt, ich denke, das hier nehme ich mal auf. Werde das auch einsetzen, weil das bleibt bestehen. Das ist so ein bisschen der Vorteil an der ganzen Geschichte. Der würde uns sofort ein Level abgeben. So, der 35. 24. 16, das reicht nicht. Ah, würde sowieso, ja. Ja. Ah, das ist ekelhaft. Das ist wirklich, wirklich ekelhaft. Wenn wir können ihn wegmachen, bringt uns nur nicht wirklich viel. Können ihn jederzeit wegmachen. Das bringt uns momentan wirklich rein gar nichts. Ich hätte gerne Level 3 Gegner, aber irgendwie gibt es davon gerade nicht so wirklich viele. Ah, get in there. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hier Blood Sigil. Hier haben wir einen Level 3er. Geht sich das aus? Es geht sich aus. Aber nur weil wir die Death Protection haben. Aber gut, ne? Dafür haben wir sie ja. Theoretisch würde sich das auch mit Get in There ausgehen. Ah, okay. Wie kommen wir an ein Level up? Der one-shottet uns halt einfach. Ich werde auf jeden Fall nochmal Sidestep verwenden. Weil wir werden jetzt hier sowieso die Dunkelheit aufdecken müssen. Weakening Blow. Wenn wir können den hier one-shotten. Warum auch nicht? Je mehr von den Illusions wächst. Wobei, ich sollte die Low Levels verwenden, um die Curse-Dinger wegzumachen, weil ich werde früher oder später werde ich wieder gecursed werden und dann nerv ich mich wieder. Dafür sind die Level 1 Gegner eigentlich gar nicht mal so schlecht. Okay, der würde uns ein Level abgeben. Beziehungsweise der hier auch. Okay. Fünfmal Death Protections, meine Güte. Sie sind ein bisschen OP. Eins, zwei, Level up. Gut. Dann machen wir ihn weg. Wir haben immer noch hier unsere Death Protection, was gut ist. Sehr gut sogar. Und wir haben einige mehr oder weniger einfache Gegner. Der würde uns jetzt die Death Protection kosten. Ich denke aber, das ist okay. Die Frage ist, ob wir Get in There aufnehmen wollen. Ich weiß immer noch nicht, welches der was der zweite Boss ist. Ich denke, Sidestep ist eigentlich fast besser als Get in There. Weil halt einfach vielseitiger einsetzbar. Dann würde ich sagen, machen wir ihn hier weg.
Damit sind wir Level 4. Bringt uns halt auch irgendwie... Das Problem ist, irgendwann müssen wir uns mit denen hier anlegen. Das wird nicht so ganz einfach werden. Okay, wie viel machen wir? 28 hat er noch. Das heißt, wir machen 12 und 6. Wir machen 18. Volle 18. Das heißt, wir würden 32 machen. 32, dann hat er noch 14. Das reicht nicht mit einem Feuerball. Brauchen zwangsläufig zweimal Burners. Naja. Soll wohl nicht. Es geht wohl nicht anders. Und nun. Die hier wegmachen, vielleicht. Moment, was? Warum hat Weaken? Warum haben wir ihn Weaken gekriegt? Strikes, Weaken. Ja. Strikes, Weaken, Target, Strength. Wir haben ihn aber nicht gestrikt. Wir haben einen Feuerball gemacht. Aber anscheinend zählt das auch. Okay, das ist, wichtig zu wissen. Das heißt, die Typen können wir eigentlich nur one-shotten. Wenn wir sie nicht one-shotten, dann dürfen wir sie nicht erledigen. Das sind viel zu viele davon. Can be smashed to destroy illusions. Die Frage ist, ob wir dafür XP kriegen. Wir brauchen das Ding aber für den hier wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Wir haben auch keine Gegner wirklich, die wir bekämpfen können. Kriegen wir die Level 5er irgendwie? Ihn hier können wir bekämpfen, oder? Das müsste sich eigentlich ausgehen. Auf jeden Fall sidesteppen. Der hat halt sehr, sehr viel Death Protection. Man muss die Death Protection nicht auf einmal wegballern, aber im Endeffekt brauchen wir super viel Dunkelheit dafür. Das ist 1, 2. Hat immer noch 4-mal Death Protection. 3-mal Death Protection. Können noch mal zuhauen, dann hat er noch 2-mal Death Protection. Und jetzt würden wir uns wieder voll heilen und das Ganze nochmal durchspielen. Ah, das Problem ist, uns wird hier wieder die Dunkelheit ausgehen. Ich sehe das jetzt schon. Sidestep. Das ist halt eine sehr, sehr kostspielige Glyphe. Aber was will man tun? So. Einmal Death Protection. Zack. Und wir gewinnen. Es kostet viel, die Typen hier wegzumachen. Der hat halt 7-mal Death Protection. Naja, erstmal müssen wir uns wieder heilen. Ich denke, wir müssen auch wieder sidesteppen. Und wie gesagt, ja, uns geht langsam die Dunkelheit aus. Ich weiß nicht, wo der zweite Boss ist. Okay, 1,
2 gewonnen. So, jetzt können wir mit einem von unseren Level 1 Typen können wir hochleveln. Und ich denke, das sollten wir unbedingt auch ausnutzen. Und zwar, indem wir das Problem ist, bei ihm bringt es schon wieder nichts. Wenn wir ein Level Up haben, sind wir das gleiche Level wie er. Wenn, dann müssen wir ihn jetzt töten, wenn wir Bonus XP wollen. Für ihn. Alternativ lassen wir ihn einfach am Leben. Fangen an, irgendwie ihn hier zu behackern. Oder ihn? Wir können ja einmal sidesteppen und okay, wir haben tatsächlich einen anderen Gegner. First Strike, Mana Burn, Death Gaze 100%. Okay. Aber was ich tun möchte ist 1, 2, zuhauen. Und dann machen wir ihn hier weg. Level up. Und 40 reicht nicht. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. 40, das reicht natürlich genau nicht. 67, wir haben auch zu wenig HP, um einen Hit einzustecken. Das Trollherz, das hätten wir früher gebraucht. Okay, jetzt können wir überlegen, was uns mehr bringt. Welche Altar uns mehr bringt. Wir können hier mehr... Increases Fireball Damage by 1 per Character Level. But reduces Attack Bonus by 50%. Hat irgendjemand Physical, Magical Resistance? Scheint nicht der Fall zu sein. But it reduces Attack Bonus. Das Problem ist, wir können überhaupt nicht profitieren. Mr. Will Gift, Ancient Glyph Conversion, 50% Mana Restoration. Reduced to 25% while not actively worshipping her. Das wäre im Prinzip nicht so schlecht. Dann können wir die Glyphen, die wir nicht brauchen und dann recyceln, würden uns wieder Mana herstellen. Alternativ hätten wir Tauok. Das Problem ist, die ganzen Dinge hier clustern unser Inventar voll. Was bringt uns das hier? Decrease Magic Resistance 10%. Decrease Monster Resistance. Ich glaube, das ist... gilt nur... also es ist... es decrease nur die Monster Resistance. Aber da keiner von beiden Resistance hat, bringt uns das nicht wirklich was. Mystic Balance. All Glyph Ability Costs are either increased or decreased by 2 towards any near average of 5. Das ist gut. Ich denke, wir nehmen das hier. Das hier wird billiger, das hier wird billiger. Das hat eigentlich nur Vorteile. 5. Genau, wir können jetzt 3-mal Burn the Res einsetzen. Was perfekt ist, um den Typen hier zu finishen. Decrease Attack Bonus. Ich denke, damit warten wir mal noch. Ich weiß nicht mehr genau, wodurch wir hier Pietät verlieren. Deswegen lasse ich das momentan mal noch. 1, 2. Okay, wir kriegen jedes Mal, wenn wir Magie verwenden,
ziemliche Pietät. Und wir werden gepunished, wenn wir Magic User töten, wenn wir magische Kreaturen töten. Okay, das ist im Prinzip nicht so dramatisch. Im Prinzip nicht so dramatisch. Okay, wie sieht's bei ihm aus? Was die 1 an Damage raushauen, ne? Und im Prinzip können wir dieses Ding jetzt eigentlich aufnehmen, weil wir werden kein Zeug von Tauruk nehmen. Die einzige andere Sache, die wir noch brauchen könnten, wäre das hier. Aber ich denke, ich würde das hier dann eher recyceln, weil die Frage ist, da steht jetzt 3 Mana. Wir haben ja das hier, die Mystic Balance Applied. Die Frage ist, ob das jetzt auch für Glyphen gilt, die hier auf dem Boden liegen, anstatt in unserem Inventar. Das weiß ich nicht. Aber im Endeffekt sollten wir das Ding hier aufsammeln. Weil wir haben, ich meine, der hier hat Magic Attack. Der hat keinen Magic Attack. Der hat Magic Attack. Also wir brauchen das Ding sowieso für den Boss. Und wir haben relativ... wir haben relativ viele Gegner jetzt noch, die Magic Attack haben. Wir sind nicht gecursed. Das heißt, wir können eigentlich... uns erstmal hier... Machen wir das so. Dann... 1... 2 und 1 2 Ja, ich weiß, es sind halt nur Magic User hier. Mir ist bewusst, dass das Mysteria nicht so wirklich gefällt. Aber wir können nicht gepunished werden, von dem her ist es im Prinzip nur das Pieps egal. So, was haben wir? Wir brauchen noch 6 Punkte für ein Level Up. Wie kriegen wir die 6 Punkte? Ich will mal Sidestep verwenden. Wir könnten den 1, 2, 3 mal hauen plus 3 mal burnen. Wir würden den wahrscheinlich ziemlich gut down kriegen. Gibt es einen Gegner, den wir vorhin töten wollen? Gibt es einen Level 6er? Ich sehe keinen Level 6er. Außer den hier, aber den wollen wir nicht töten. Okay, das heißt... 1, 2, 3. Wir werden Gemana burnt, das ist okay, aber wir gewinnen. Wir haben immer noch die Death Protection. Sehr nice. Gute Sache. Okay, weiter geht es. Wir haben sogar ein bisschen Pietät gewonnen. Wir können zweimal zuhauen. 1, 2. Wir haben ungefähr gleich viel gekriegt, wie wir dann auch verloren haben im Endeffekt. Okay, die Frage ist, es geht uns schon wieder halt die Dunkelheit aus. Wir haben relativ viele Low-Level-Gegner. Wir können die immer noch nicht one-shotten. Wir können die immer noch nicht one-shotten. Das hier können wir mal mitnehmen. Wir können auch weiter erforschen momentan. What the fuck? Was zur Hölle bist du? This is the Pan Labyrinth. It exists between the worlds above and below. It's a place of both quiet contemplation and danger of peace broken by sudden violence. What does a mundane creature like you hope to gain here? Explore if you will, but take responsibility for your pain. Okay, ich glaube, wir sollten hier erstmal wieder weggehen. Wenn wir sonst nicht mehr wissen, was wir tun, dann können wir dann immer noch da wieder dahin gehen. Also, der würde uns einmal cursen.
Die Frage ist, welchen Gegner wir als nächstes umhauen wollen. Ah, das ist. Ich, 3 mal 24 sind 60, 72. 72, dann hat er noch 90. Das ist zu viel, den kriegen wir nicht platt. Den kriegen wir nicht down. Er hier ist auch sehr ein ärgerlicher Typ. 80 Damage. Ja, wir können ihn einmal hauen und mal anfangen, seine Death Protection wegzuhauen. Aber wirklich. Er hat immer noch 4 Death Protection. Jetzt können wir entweder. Ne, wir hätten immer noch 5 HP. Wir können noch mal, wir könnten noch zweimal zuhauen. Aber wir müssen uns sowieso noch mal heilen. Von dem her würde ich sagen, ich behalte lieber mal meine Death Protection und guck, dass wir Biceps. Okay, gibt's hier. Okay, da geht's noch weiter hoch. Idealerweise würden wir die Typen wegkriegen, damit wir. Damit wir die an die Dunkelheit rankommen. Das heißt, ich gehe jetzt hier doch ein bisschen weiter. Und würde ihn hier mal versuchen wegzukriegen. Okay, gut. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal runter. In ein verdammtes Labyrinth. Da kommen wir bestimmt nicht mehr raus im Endeffekt. Tja, wie machen wir weiter? Gecursed werden. Ich meine, wir haben relativ viele Low Levels jetzt momentan, die wir verwenden können, um. Wie sieht es hier aus? Das ist kein One-Shot. Wir können relativ einfach ein Level abholen, indem wir einfach ihn töten. Die Frage ist. Wir sind halt nur Level 6. Kriegen wir das Ding hier platt? Wir würden gemana-burnt werden. Was natürlich ungünstig ist. Death Gaze 100%. Was ist, wenn wir dreimal burnen? Und dann einfach einmal oder zweimal normal zuhauen? Eins. Zwei. Jetzt ihn wegmachen, den Level abholen. Mana Burn ist wieder weg. Dann müssen wir das Ding jetzt eigentlich wegkriegen. Eins, zwei, win. Oder hauen wir ihn. Würde uns Mana burnen. Nice. Können das Ding hier, ja, verkaufen. Gute Sache. Der erste Boss ist schon mal platt. Und wir haben keine Potion verwendet. Super. Das heißt, wir können uns dann voll auf den hier konzentrieren. Ich habe so ein bisschen Angst, hier unten weiterzugehen, ehrlich gesagt. Aber wir haben nicht mehr wirklich, wir haben nichts mehr an Darkness. Das hier brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich würde das recyceln. Für eine Mana Potion, ja.
Ich denke, dass hier brauchen wir auch nicht unbedingt. Das ist schwierig. Ich glaube, den hier werden wir stehen lassen. Wobei, da hinten ist Dunkelheit. Hä? Ist okay. Wir kriegen das wieder weg. Weil wir wollen die Dunkelheit haben. Kriegen wir ein Level Up von dem? Kriegen wir nicht. Wenn wir ein Level Up von dem, würden wir ein Level Up kriegen. Dreimal 28, 60, 84. Die Hälfte. Ziehen ihm die Hälfte ab. Curse kriegen wir nur killing or being struck by this creature will curse you. Struck by gilt aber, glaube ich, nur für physikalische Angriffe, hoffe ich. Ich weiß es nicht. Ich kriege den nicht weg. Was sind wir? Level 7. Sidestep. Gegen den Boss bringt uns die wahrscheinlich nicht so viel. Aber wir kriegen auf jeden Fall noch ein Level Up hin. Wie sieht's mal mit ihm aus? Weil er hat ja Magical Attack. Wir sind momentan nicht gecursed. Das heißt, wir könnten zumindest... Der würde uns sogar den Level Up geben. Ich will sehen, ob wir... Oh shit. Lifesteal 99%, no experience, okay. Kurz gucken. Das geht so nicht. Wir brauchen volle HP. Ich weiß nicht, ob wir hier volle HP kriegen. Das ist so ein bisschen das Problem. Okay, nicht schlecht. So. Der gibt uns ein Level Up. Wobei ich eigentlich lieber einen Gegner töten möchte, der uns fast ein Level Up... Holen wir uns einfach den Level Up und gehen nachher auf den Boss, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das Sinnvollste. 1, 2, 3, 1 und gewinnen. Okay. Wir sind nicht gecursed. Wir haben einiges an Pietät. Ich würde sagen, wir machen erstmal... Greifen jetzt mal normal an. Wollen wir sidesteppen? Ich glaube ja. Wobei. Das ist einfach eine Death Protection gegen die andere. Und das ist 5 Mana, um eine Death Protection loszuwerden. Das sind 8 Mana, um eine Death Protection loszuwerden. Ich würde sagen, weg damit. Wir nehmen stattdessen Biceps auf. Und, okay, das wird nachträglich, wird das erhöht. Das gilt auch für Glyphen, die wir nachträglich aufnehmen. Das ist gut zu wissen. 50 Damage. Oder wir machen das hier. Wir hauen einfach mal. Können ihn einfach so runterhauen.
Ich denke, das ist auch sinnvoller. Dann verwenden wir eine Health Potion. Dann ist er unten. Nächste Health Potion. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. What? Warum sind wir jetzt gestorben? Ich verstehe es nicht. Ah. Das war ein sicherer Sieg. Ich fühle mich betrogen. Naja, gut. Meine Lieben, das war es jetzt mal mit dieser Episode. Wir probieren es beim nächsten Mal nochmal. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.